jetzt bei RFH aktuell am Mittwoch. Das sind unsere Themen heute. Ein nützlicher Helfer für die Retter. Notfalldose wird vorgestellt. Bepflanzung des Kunsthofes. Mit Unterstützung zu einem florierenden Garten. Nachhaltige Shops. Alles Öko auf der Euroshop 2020. RFH. Informativ, aktuell, näher dran. Ein nützlicher Helfer für die Retter. Notfalldose wird vorgestellt. Der Sozialverband e.V. Ortsverband Blankenburg ist sehr aktiv. Das ist auch der Grund, dass es in der alten Schule in der Ösig noch eine Beratungsstelle des Vereins gibt, was nicht selbstverständlich ist. Wir sind der letzte Ortsverband, den es in Mitteldeutschland überhaupt noch gibt. Alle Ortsverbände sind fusioniert mit den Kreisverbänden und wir sind halt noch da. Und da sind wir ganz stolz drauf. Unsere Mitglieder, unser Vorstand, ja, und ich als Vorsitzende, finde ich ganz toll. Warum haben Sie versucht, sich eigenständig zu halten? Weil es für mich wichtig ist, dass die Menschen hier in der Umgebung einen Anlaufpunkt haben, wenn sie Probleme haben und nicht mit dem Bus irgendwo hinfahren müssen, zum Beispiel Wernigerode, Halberstadt, Quedlinburg, das sind ja die Kreisverbände. Das ist den meisten Leuten zu weit. Sie sind krank, sie sind alt, sie brauchen jemanden vor Ort. Und deswegen bin ich hier, ja, und bleibe auch hier. Und Sie erhalten natürlich Unterstützung von anderen Ehrenamtlichen. Wie viel sind denn tätig bei Ihnen? Oh, wir sind eine ganz große Gruppe. Wir haben ungefähr 15 bis 20 Ehrenamtliche. Der Vorstand, unsere Helfer, die teilweise gar nicht Mitglieder sind im Sozialverband und trotzdem uns helfen. Das ist manchmal auch bedingt finanziell eine Frage. Das ist für mich überhaupt kein Problem. Ich berate auch andere Leute, die keine Mitglieder sind. Und das finden die Menschen auch ganz wichtig. Mit welchen Problemen kommen die zum Beispiel zu Ihnen? Also Vorrang ist, krankheitsmäßig oder krankheitsbedingt aus dem Arbeitsprozess zu fallen. Und dann wissen die Leute nicht mehr, wohin. Sie kommen mit den Problemen auch, Anträge stellen zu müssen, die dann teilweise recht schwierig sind. Denn Sie wissen selber, Bürokratie ist ja in Deutschland ganz groß. Und wenn man ein falsches Kreuz am falschen Ort macht, dann ist man halt schon raus. Ja, und da helfen wir. Wir machen keine Rechtsberatung. Das dürfen wir nicht. Da gibt es in Magdeburg den Landesverband und da sitzen auch die Anwälte vom Sozialverband. Die übernehmen dann die Rechtsberatung und auch den Rechtsbeistand. Wir zeigen hier in Blankenburg und auch im Kreisverband nur die Wege, sprich die Anträge stellen, die eben nötig sind. Ja, und begleiten die Leute dabei. Das ist wichtig. Der Ortsverband organisiert zahlreiche Veranstaltungen, die helfen sollen, den Alltag zu meistern oder die in einer gemütlichen Runde interessantes Wissen vermitteln. Heute steht die noch wenig bekannte Notfalldose im Fokus. Ich war bis zu meiner Pensionierung im Rheinland bei einer Berufsfeuerwehr und dort macht die Berufsfeuerwehr auch den Rettungsdienst. Und im Zuge dieser Diensttätigkeit habe ich unter anderem 4 Jahre lang Notarztwagen gemacht. Also schon von daher finde ich das schon sehr, sehr wichtig. Wir wären damals froh gewesen, wenn wir diese Dosen vorgefunden hätten. Sie waren auch an der Entwicklung dieser Dose beteiligt? Nein. Die Entwicklung, Erfindung, die hat in England stattgefunden. Und ich bin über Bekannte, die privat in England waren, diese Dose entdeckt haben. Darüber, über diese Schiene habe ich die in den Harz importiert. Was befindet sich jetzt in der Dose? Im Prinzip nichts. Ein Zettel, das ist alles. Nur dieser Zettel ist enorm wichtig, weil dort alle relevanten Dinge schriftlich niedergelegt sind, die ein Notarzt im Einsatz dringend brauchen würde, wenn sie da wären. Und es gibt noch einen Aufkleber? 2 Aufkleber. Ein Aufkleber kommt naturgemäß an die Eingangstür außen. Das heißt, wenn der Rettungsdienst kommt, das Team, Notfalldose in der Wohnung vorhanden.
dann sucht man die nicht. Wo tut man die Dose hin? In der Regel in den Kühlschrank. Und warum in den Kühlschrank? 90% der Haushalte haben eine Küche und 85% haben auch einen Kühlschrank. So. Wie ist die Resonanz auf Ihre Vorträge, die Sie bisher gehalten haben? Also ich bin zufrieden. Es dauert was, das muss ich erstmal rund sprechen. Aber so jetzt über die Dose vertreibe ich jetzt circa 1,5 Jahre. Und ich bin sehr zufrieden. Haben Sie einen Überblick, wie viele Dosen Sie schon verkauft haben? Ja, kann ich Ihnen sagen, so roundabout 2.500. Die Dose ist für den Hausgebrauch bestimmt. Wer unterwegs verunglückt, der sollte einen Nothilfepass bei sich haben. Die haben wir selber auch entwickelt im Sozialverband, weil diese Notfallpässe, die Dose muss man ja nicht mitnehmen nach draußen. Diese Pässe sind wichtig, dass man was in der Tasche hat, wenn man unterwegs ist. Und die kann man auch bei uns dann bekommen. Wir machen ja auch die Vorsorgevollmachten und Patientenverfügungen und dazu gebe ich schon diese Pässe generell mit raus. Also die Leute haben schon, unsere Mitglieder auf jeden Fall, haben schon ihre Pässe. Und wer sie haben möchte, kann sich gerne an mich wenden. Vor allem Senioren sind es, die die heutige Veranstaltung besuchen. Manfred Pohl berichtet von seinen Erfahrungen. Er saß im Notdienstwagen sowie im Rettungshubschrauber und arbeitete bei der Berufsfeuerwehr und in der Rettungsleitstelle. Damals hätte er gern auf solch eine Informationsquelle zurückgegriffen, denn oft kommt es auf Sekunden an. Der Rettungsdienst wird bundesweit durch die 112 informiert, der ärztliche Notdienst unter der 116 117. Bei der Notfallmeldung sind präzise Angaben notwendig. Wer, was, wo und die Rettungskräfte sind dann vor Ort zu empfangen. Die Notfalldose ist besonders wichtig für die Menschen, die allein leben, die den Rettungsdienst über eventuelle Therapien und Medikamente im Notfall informieren müssen. Oft sind sie beim Eintreffen des Notarztes nicht mehr ansprechbar oder die Angehörigen können keine genauen Auskünfte geben. Deshalb sind solche dann leicht zugängliche Informationen besonders wichtig. Zu einem Selbstkostenpreis von 3 € konnten die Notfalldosen bei dieser Veranstaltung erworben werden. Bepflanzung des Kunsthofes mit Unterstützung zu einem florierenden Garten. Dieses Blümchen blüht hier einfach so. Aber es soll bald Gesellschaft bekommen, denn hier im umzäunten Areal rund um den Kunsthof in Schönebeck-Bad Salzelmen soll demnächst einiges mehr kultiviert werden als bisher. Denn die bereits bestehenden Gartenstrukturen des Kunsthofes sollen zu einem Naturgarten weiterentwickelt werden. Dieses eingezäunte Areal, das ist der Kunsthof und der Kunsthof ist Teil des Kurparkes Solepark hier in Schönebeck-Bad Salzelm. Genau, und das ist hier auf diesem eingezäunten Gelände wird dieser Naturgarten entstehen. Hier wird einfach mit Fördermitteln von Lotto und der Stiftung Umwelt, Natur und Klimaschutz der Garten ökologisch weiterentwickelt, aufgewertet, wieder fit für Mensch und Natur gemacht. Die Grundlagen für den gärtnerischen Startschuss wurden am Sonnabend bei strahlendem Sonnenschein im Schatten des Gradierwerks gelegt. Denn ohne Moos nichts los, weshalb die Lotto-Gesellschaft des Landes Sachsen-Anhalt gemeinsam mit der Stiftung Umwelt, Natur und Klimaschutz etwa 16.000 € für die gärtnerischen Grundlagen zur Verfügung stellten. Damit soll vor allem die Gartenarbeit finanziert werden. Schließlich soll am Ende ein für das Schaugartennetzwerk Sachsen-Anhalt zertifizierter Garten herauskommen. Also das ist jetzt für die gärtnerische Sache, wird das jetzt genau in einer Vegetationsperiode passieren, also von diesem Frühjahr bis zu diesem Herbst. Also im Herbst werden dann auch nur Frühjahrsblüher gesteckt und Wildobstgehölze gepflanzt. Und im nächsten Jahr geht es dann in die Umweltbildung. Dann wird dieser schöne Garten auch beschildert mit Informationstafeln. Faltblätter werden entstehen, sodass Menschen, die den Garten besuchen, auch sich ganz eigenständig ökologisches Wissen ums Gärtnern mitnehmen können. Das fertige Areal steht natürlich für Besucher des Soleparks offen. Aber wer will, der kann seine Expertise gern mit einbringen. Denn die Projektverantwortlichen möchten hier Anreize zu umweltbewusstem Denken und Handeln schaffen.
und vielleicht so zum Nachahmen auf eigenem Grund und Boden animieren. Wie zum Beispiel mit einem solchen Contiki-Ofen, mit dem man Pflanzenholzkohle auch aus Grünschnitt herstellen kann. Also es wird in diesem Jahr dazu 7 Workshops geben, von April bis Oktober. Es wird immer ein Sonntag sein, von 13 bis 16 Uhr. Die Termine werden noch öffentlich gemacht und hier ist von Kind bis Oma, Opa jeder willkommen, ob auch Menschen vielleicht auch mit Einschränkungen dabei sind. Also wirklich jeder kann hier an diesen Sonntagen vorbeikommen, kostenfrei zur Spate und Hacke greifen und hier zu verschiedenen Themen, also jeder Workshop wird ein eigenes Thema haben, mit anpacken können. Im März soll es konkret werden, dann wird man hier wohl sehr schnell sehen, wie die derzeit im Winterschlaf befindlichen Beete und Hochbeete Gesellschaft bekommen, sodass sich ein Besuch in der Parkanlage am Gradierwerk durchaus lohnen könnte. Nachhaltige Shops. Alles Öko auf der Euroshop 2020. Mannequins oder salopp Schaufensterpuppen. Auch sie haben zu leiden unter dem Modediktat. Nach ein paar Jahren sind sie leider einfach out. Das allerdings ist mit einem wichtigen Trend hier auf der Euroshop nicht vereinbar. Nachhaltigkeit spielt auf der bedeutendsten Messe für Investitionen im Handel eine große Rolle. Lösungen wie diese kommen deshalb an. Die Figuren bestehen aus Thermoplast, nicht aus Mischmaterial und eben nicht aus Glasfaserverbundwerkstoff. Das macht Recycling einfach möglich, das macht die Herstellung ungiftig, das macht die Figuren leicht und damit die Ökobilanz besser. We're still busy already to go to degradable. This is a chance. This is still want. We have already some materials ready, but we cannot. They're too expensive right now. Too expensive. So nobody want to buy it right now. Kleiderbügel im Klamottenladen, meistens aus Polystyrol, meistens nicht sehr nachhaltig. Diese Jackenträger aber sind aus Gras. Schnell wachsender Rohstoff kombiniert mit recyceltem Polypropylen. Alle Produktionsschritte im Umkreis von 30 Kilometern in Süddeutschland. Kleiner lässt sich ein Footprint nur schwer abbilden. Über 60% CO2 lassen sich so einsparen. Wir gerade über Mannequins sprachen, Display-Mannequins, da kann man das zum Beispiel auch sehen, dass das Thema omnipräsent ist und die Materialien heute ganz andere sind als sicherlich noch vor 10 Jahren. Für umweltfreundliches Shopping müssen sich aber auch andere Dinge im Geschäft verändern. Beim Verkauf von Flüssigkeiten wie Duschgel zum Beispiel. Mit diesem Gerät können Flaschen wiederbefüllt werden. Der Kunde bringt seine Lieblingsflasche einfach mit und verhindert pro Jahr allein bei Duschgel, Shampoo und Flüssigseife im Schnitt etwa 24 Plastikflaschen Müll. Deutschlandweit ließen sich pro Jahr 2 Milliarden Plastikflaschen im Müll vermeiden.